bin im Bett mit Miss Platinum. Wir sind beim Air Beach. Bist gut angekommen? Ja. Sehr schön. Seit wann bist du da? Seit 14 Uhr. Okay. Das heißt, ich musste schon um 8 Uhr aufstehen. Oh, bist du aus Berlin gekommen? Deswegen fühlt sich das gerade ganz gut an, wieder im Bett zu sein. Ja, ist so ganz angenehm, ganz gemütlich. Genau, aus Berlin. Cool. Was hast du denn letzte Nacht so gemacht? Oh, ich habe zuerst mit Freunden angetrunken. Ja. Angestoßen, sagt man. Ja. Angetrunken kam dann erst. Kam dann später, war das Ergebnis. Genau. Und dann habe ich mich gezwungen, früh ins Bett zu gehen. Früh heißt bei mir 1. Das ist früh. Ja, okay, war 7 Stunden. Trotzdem hart. Das ist hart, ja. Ich kann das voll nachempfinden. bist du schon mal im Bett gefilmt worden? Tja. Natürlich okay. Nicht. Nein. Natürlich nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Nein. Nee. Zu welcher Gelegenheit? Warum? Ja. Warum würde man sowas tun? Nee. Super. Bist du für oder gegen Frühstück im Bett? Und wenn, warum? Ich bin auf jeden Fall komplett dafür. Ja. Es gibt überhaupt sehr viele Dinge, die man im Bett machen kann. Man könnte auch Tage, Wochen im Bett verbringen. Warum? Weil es einfach, also das ist so der Inbegriff von Gemütlichkeit, finde ich. Ja, ich finde ja immer die Krümel. Ja, aber da muss man halt vielleicht kurz aufstehen oder man hat eine Putzfrau, die dann vorbeikommt. Und das ist die Profilösung. Die absolute Profilösung ist im Hotel. Das stimmt allerdings. Aber ein Leben im Hotel? Auch nicht auf Dauer. Nee. Auf Dauer vielleicht. Aber jeden Tag Frühstück im Bett wird es ja auch versauen, dann ist es ja nichts Besonderes mehr. Stimmt auch wieder. Da sind wir schon fast beim nächsten Thema. Was ist so die beste Möglichkeit, um dich aufzuwecken? Am besten mich in Ruhe lassen. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall morgens ein bisschen grumpy. Ja. Sehr schön. Ich brauche immer eine Weile, um irgendwie klarzukommen und am besten mich einfach in Ruhe lassen. Keine Fragen stellen. Ja. Ich kann sie sowieso nicht beantworten, auch wenn ich sie höre. Sie gehen hier rein, da raus. Also, im Idealfall, bis wann schläfst du dann? Schwer zu sagen. Also es kommt tatsächlich sehr darauf an, was ich gerade mache. Aber im Normalfall stehe ich vor 10 nicht auf. Vernünftig. Was machst du denn, wenn du nicht schlafen kannst? Es passiert so gut wie nie, dass ich nicht schlafen kann. Einzige Situation ist auf Tour, so die ersten 2 Nächte im Nightliner, da muss ich mich dann erstmal so ein bisschen wieder eingewöhnen und eigentlich finde ich das Schaukeln sehr, sehr angenehm, ja. Aber am Anfang ist es halt noch so ein bisschen befremdlich und wenn es vielleicht ein Fahrer ist, den ich noch nicht kenne, dann gucke ich auch immer so, wie fährt der denn? Fährt der ordentlich? Und aber dann ist alles cool und dann schlafe ich auch da, wenn es sein muss, 12 Stunden. Ist auch dann so ein Tour-Nervosität? Nee, überhaupt nicht. Also ich liebe das, auf Tour zu sein. Ja. Ich liebe das, längere Zeit Konzerte hintereinander zu spielen. Ich finde das auch am besten, 5-6 Gigs hintereinander ohne Pause zu spielen, wenn man dann einfach so richtig drin ist und es ist fast schwieriger, so einzelne Gigs zu spielen. Ja, kann ich mir vorstellen. Was willst du Leuten sagen, die der Meinung sind, sie können anderen Leuten vorschreiben oder das irgendwie bewerten, mit wem die ihr Bett teilen? Fickt euch. Danke. Genau. Wir sind schon bei der letzten Frage. Welches Monster schläft unter deinem Bett? Tja, gute Frage. Meistens so eine Art Schweinehund, der versucht, irgendeinen Schwachsinn einzureden. Ja. Das ist halt schwierig als Künstler, so seinen Alltag zu, wenn man das überhaupt Alltag nennen kann, weil den gibt es ja nicht. Und manchmal ist es einfach schwer, so das zu strukturieren. Dann gibt es halt immer so diese Stimme, die dann so, hey, da kriegst du dich auf die Reihe oder so, aber ja. Ich krieg's natürlich doch immer auf die Reihe. Sieht ja ganz gut aus im Moment. Ja. Wundervoll, ich danke dir. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss.